Hugo von Hofmannsthal, mein Garten. Schön ist mein Garten mit den goldenen Bäumen, den Blättern, die mit Silbersäuseln zittern, dem Diamantentau, den Wappengittern, dem Klang des Gong, bei dem die Löwen träumen, die Irnen und den Topasmeandern und der Volière, wo die Reiher blinken, die niemals aus dem Silberbrunnen trinken. So schön. Ich sehn mich kaum nach jenem anderen, dem anderen Garten, wo ich früher war. Ich weiß nicht wo. Ich rieche nur den Tau, der früh an meinen Haaren hing, den Duft der Erde weiß ich, feucht und lau, wenn ich die weichen Beeren suchen ging, in jenem Garten, wo ich früher war. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich bespreche heute das Gedicht Mein Garten von Hugo von Hofmannsthal. Dieses Gedicht ist für mich ein Schwellengedicht. Das heißt, es steht für mich an der Schwelle von einer Idee zur nächsten. Ich möchte das ein bisschen erklären, aber bevor wir in den Inhalt und den Hintergrund des Gedichts eintauchen, schauen wir uns zuerst mal die Form an. Die Form des Gedichts, auf den ersten Blick sieht man, hier reimt sich's, Bäumen, Träumen, Zittern, Gittern ist ein umarmender Reim, dann kommt nochmal ein umarmender Reim und dann dieser, dem anderen Garten, wo ich früher war. Der Satz mit dem Punkt, der reimt sich dann auf den letzten Vers in jenem Garten, wo ich früher war. Der reimt sich im Grunde auf sich selbst. Das ist eigentlich noch einmal dasselbe, wo ich früher war, zweimal. Fast wie ein Refrain, fast wie in einem Lied. Und dann noch einmal, Tau, Hing, Lau, Ging. Das ist dann noch ein Kreuzreim. Das heißt, hier gibt es einen Wechsel. Es gibt einen Wechsel, der ist eigentlich bei diesen, die niemals aus dem Silberbrunnen trinken, Punkt, Punkt, Punkt. So schön, ich sehne mich kaum nach jenem Andern. Und dieses Andern reimt sich noch auf Topasmeandern. Aber dann, dem anderen Garten, wo ich früher war, jetzt kommt ein Bruch. Jetzt kommt eine andere Art von Reim. Und tatsächlich ist das auch ein inhaltlicher Bruch im Gedicht. Denn in diesem Gedicht geht es um zwei Gärten. Das Gedicht heißt zwar mein Garten, aber es gibt neben diesem Mein Garten noch einen anderen Garten. Die Frage ist, ist der andere Garten auch mein Garten oder wessen Garten ist der andere Garten? So, falls ihr euch noch fragt, was das für ein Metrum ist, ich hätte das so aufgelöst. Schön ist mein Garten mit den goldenen Bäumen. Da habe ich einen Fünfheber. Es wäre ein Jambus, also die Betonung wäre auf ist. Denn ich schaue dann immer auch den nächsten Vers an, denn im nächsten Vers den Blättern, die mit Silbersäuseln zittern, den Diamantentau, den Wappengittern. Es kommt immer auf 5 raus und es ist immer auf, dem, auf der zweiten Silbe betont, also haben wir einen Jambus. Und am Ende des Verses Bäumen, Zittern, Gittern, Träumen haben wir immer eine weibliche Kadenz. Fünfhebiger Jambus mit weiblicher Kadenz. Aber eben dem anderen Garten, wo ich früher war, das ändert sich dann im zweiten Teil, da haben wir dann männliche Kadenzen. Aber das hat natürlich auch eine Bewandtnis. Wir sehen hier, die Form erzählt uns schon was über den Inhalt. Dieser Wechsel in der Form ist auch ein Wechsel im Inhalt. So, hier beschreibt der Autor also am Anfang, mein Garten, meinen Garten. Schön ist mein Garten mit den goldenen Bäumen. Er gibt uns ein paar Beschreibungen
dieses Gartens. Es stehen goldene Bäume darin. Die Blätter, die zittern im Silbersäuseln. Wir haben Gold und Silber. Dann haben wir Diamantentau. Dann haben wir diese Wappengitter. Diese Wappengitter, die haben so was ehrwürdig Altes, aber die Wappengitter, also vielleicht sind das so Zäune mit einem Wappen oder diese Gitter jedenfalls, das ist irgendeine Einhegung von irgendwas. Irgendwas wird dann mit einem Gitter eingefasst und an diesem Gitter ist ein Wappen. Das Wappen zeigt dann auch noch einen Besitzanspruch, Wappen der Familie von Hofmannsthal beispielsweise. Wir müssen das jetzt nicht wortwörtlich auf Hugo von Hofmannsthal konkret beziehen. Wir können das auch ein bisschen offener lesen, aber ich mache jetzt einfach dieses Beispiel. Es könnte also ein Adelswappen sein, einer adeligen Familie. Dann haben wir den Klang des Gong. Ein großer Gong, könnt ihr euch auch vorstellen, so eine große metallene Scheibe, auf die man schlagen kann, dann macht es Gong. Und dann träumen die Löwen. Und das sind eherne Löwen, also aus Eisen. Das sind eiserne Löwen, keine realen, eiserne Löwen. Dann haben wir diese Topaz-Mäander. Der Topaz ist auch ein Edelstein. Wir können uns vorstellen, dass vielleicht diese Mäander eine Art Weg ist, der so verschlungen durch diesen Garten führt, eben ausgelegt mit Topaz, sehr wertvoll. Die Voliere, wo die Reiher blinken. Also eine Voliere ist ein Vogel, ein großer Vogelkäfig, vielleicht auch ein Vogelhaus. In dieser Voliere sind diese Reiher drin, sie blinken. Vielleicht auch wieder so ein metallisches Blinken, denn hier haben wir viel Metall, viel Stein und Eisen und sehr viele harte Materialien. Die Reiher, die niemals aus dem Silberbrunnen trinken, es gibt also einen Silberbrunnen. Diese Reiher trinken nie aus dem Silberbrunnen, sie sind ja in der Voliere drin, die kommen nicht raus. Da draußen gibt es noch einen Silberbrunnen. Und dieser Garten ist schön. Es ist ein Garten ganz aus Gold und Silber und Diamanten, aus den wertvollsten, aus den teuersten Materialien. Aber die Tiere, diese Löwen sind aus Eisen, die Reiher sind in der Voliere, es gibt ein Gitter und es ist alles unfassbar starr und unbeweglich und eigentlich sehr steril. Aber schön, so schön, ich sehne mich kaum nach jenem anderen. Das heißt, ja, dieser Garten ist wunderbar und ich habe fast vergessen, dass es noch einen anderen Garten gab in meinem Leben, jenseits von diesem. Bevor ich meinen Garten hatte, gab es diesen anderen Garten. Den anderen Garten, wo ich früher war. Ich weiß nicht wo. Das steigt aus einer ganz, ganz frühen, aus einer ganz verschütteten Erinnerung. Aber ich habe noch eine Ahnung von diesem anderen Garten. Und ich weiß, ich habe das nicht mehr rational in meinem Kopf, aber ich rieche noch den Tau. Und da kommt jetzt etwas ganz anderes in dieses Gedicht hinein. Bis jetzt hatten wir diese goldenen Bäume und diese silbersäuselnden Blätter. Und das ist alles sehr optisch, sehr metallisch, das glänzt, das funkelt. Es ist sehr wertvoll, es ist alles sehr starr, wie ich schon gesagt habe. Und so ein goldener Baum oder so silberne Blätter, die duften nicht. Sie blühen nicht, sie welken nicht, sie duften nicht, sie leben nicht. Und der andere Garten, wo ich früher war, ich erinnere mich fast an nichts, aber ich erinnere mich an den Duft. Denn jetzt bin ich in meinem Garten und dieser Garten ist ein Garten ohne Duft. Die Tiere, die dort sind, diese Löwen, die sind aus Eisen. Die Reiher sind in der Voliere gefangen, die Vögel. Es gibt diesen Silberbrunnen, aber niemand trinkt aus dem Silberbrunnen. Es ist vielleicht gar kein richtiges Wasser drin. Es ist vielleicht nur eine silberne Wasserimitation. Aber es ist nichts Reales, es ist nichts Organisches, nichts Lebendiges in diesem Garten. Aber der andere Garten, der von früher, der duftet. Da ist Tau, das ist real. Den Tau, der früh
an meinen Haaren hing, früh, in einer frühen Kindheit, wo ich noch halb bewusst war. Den Duft der Erde weiß ich, feucht und lau. Also das Feuchte, Lebendige, dieses Warme, dieses Duftende, das ist das Gegenteil vom Garten, in dem der Dichter jetzt ist, in dem wir uns jetzt befinden. Mein Garten heute, der duftet nicht, der ist nicht feucht, der ist nicht atmend, der bewegt sich nichts mehr, da ist nichts mehr dahinter. Aber ich hatte einen anderen Garten, der hat gelebt. Und ich hatte den Tau in meinen Haaren, wenn ich die weichen Beeren suchen ging. Und dieser Garten hatte Beeren, weiche, duftende, wohlschmeckende Beeren, die ich als Kind gesucht habe. Und der andere Garten, mein Garten heute, der hat keine Beeren. Da wächst nichts Reales. Das ist alles aufgestellt und handgemacht und auch sehr schön, sehr kunstfertig. Aber es wächst nicht und es nährt nicht und es duftet nicht. Also ihr seht hier diese Gegenüberstellung. Jener Garten, wo ich früher war, dieser lebendige, dieser organische, dieser Garten, den ich nicht selbst gemacht habe, der kommt aus einer Zeit, als ich noch sehr klein war, als ich mir noch gar nicht so richtig bewusst war, was es heißt, in der Welt zu sein. Jetzt bin ich in einem Garten, den ich selbst geschaffen habe. Man kann ja sagen, diese goldenen Bäume, diese Blätter, das ist alles sehr geschickt, mit einem sehr guten Handwerk, mit sehr viel Kunst erschaffen worden, aber es bewegt sich nicht und es atmet nicht und es macht keine Geräusche und es duftet nicht und es ist einfach tot und erstarrt. Aber schön, es ist sehr schön und fast sehne ich mich nicht mehr nach dem anderen, nach diesem Lebenden, nach diesem Realen, nach diesem Nährenden. Und ich habe gesagt, dieses Gedicht ist für mich ein Schwellengedicht. Denn auf der einen Seite ist hier dieser schöne, kunstfertig gemachte Garten. Und das können wir mit der Dichtkunst vergleichen und sagen, ja, das ist eine Dichtkunst der Perfektion. Hier stimmt alles, wundervoll. Es ist alles rausgenommen, was nicht perfekt ist, was in irgendeiner Form ja unschön sein könnte oder in irgendeiner Form ungeschickt oder sonst. Es ist ganz glatt, es ist ganz wunderbar, glänzend, gleißend, funkelnd. Das war auch ein Anspruch der Moderne. Hofmannsthal war ein Wunderkind der Moderne, der Wiener Moderne. Er hat schon mit sehr frühen Jahren, schon mit 16, 17 Jahren, hat er ganz herrliche, ganz kunstvolle Gedichte geschrieben. Und man könnte sagen, diese kunstvollen Gedichte, die sind sein Garten, das sind seine goldenen Bäume und das sind seine Gitter, in denen er diese Reiher einsperrt, diese Volière, diese ehernen Löwen, diese eisernen Löwen, die da sind und träumen. Sie träumen vielleicht einen eisernen Traum, sie sind nicht real. Aber zugleich ist da dieses Gefühl, diese Perfektion, diese vollkommene Künstlichkeit, die auch ein Anspruch dieser Zeit war, diese Perfektion, die ist steril und sie duftet nicht und man kann sich nicht mit ihr verbinden. Man bleibt von ihr so seltsam fremd und getrennt. Dieses Gefühl der Fremdheit, das zieht sich durch diesen ersten Teil. Da gibt es diesen Klang des Gong. Der Gong ist so ein bisschen exotisch. Man denkt vielleicht an Asien, auch mit diesen Reihern da in dieser Volière denkt man vielleicht auch an ferne Gefilde. Die Löwen sind exotische Tiere. Das ist ein sehr exotischer, wundervoller, künstlicher Garten. Und schon der Garten an sich, also die Idee des Gartens, ist ja die Idee eines künstlich angelegten Naturraums, den der Mensch gestaltet. Garten ist nicht Wildnis, der Garten darf nicht wachsen, wie er möchte, sondern er wird gestaltet. Aber dieses Gestalten, dieses künstliche Eingreifen in die Natur, ist auch mit einem gewissen Schmerz verbunden und den spürt man hier in diesem Gedicht sehr stark, dieses stark Gestaltete.
Und da ist eben dieser andere Garten. Es gab einen Garten, der war voller Duft, der war voller Beeren, der war feucht, er hat geatmet, da war Leben drin. Ich habe diesen Garten verloren. Er ist weg. Ich habe mir einen neuen Garten erschaffen mit meiner Kunst, aber dieser neue Garten ist fremd und starr. Und wenn wir Hofmannsthals Werdegang als Schriftsteller betrachten, dann ist es ihm tatsächlich so gegangen. Er hat am Anfang sehr kunstvolle, wunderbare, sehr ästhetische Gedichte geschrieben, wirklich mit ganz schönen, schön geschmiedeten Versen. Man spricht ja auch vom Verseschmied, da haben wir auch wieder dieses Metallische drin. Also man schmiedet die Sprache, als wäre das so ein hartes Material, das man zurechtbiegen kann, und wenn man es dann gebogen hat, dann ist es in dieser Form, und in dieser Form erstarrt es dann und bleibt so. Also Hofmannsthal war ein sehr geschickter Verseschmied, aber jetzt hat man das Gefühl, er ist gefangen in diesen von ihm selbst geschmiedeten Gittern, in diesen Versen, die er selbst gemacht hat. Sie sind schön, ja, aber es fehlt etwas, es fehlt dieses Lebendige, es fehlt dieses Grobe, dieses Unbehandelte, dieses Freie. Und tatsächlich hat sich Hofmannsthal später im Leben von dieser wunderbar geschmiedeten Sprache wegbewegt und hat dann viel Theater geschrieben, Opern geschrieben, zusammen mit Richard Strauss auch, ganz berühmt natürlich sein Drama Jedermann, angelehnt an das mittelalterliche Mysterienspiel, wo die Sprache ganz anders ist. Da verwendet er eine ganz altertümelnde Sprache, die schon zu Hofmannsthals Zeiten altmodisch war. Aber das war wieder ein Rückgriff auf diesen Garten von ganz früher mit diesem Duft. Das war nicht mehr diese sterile Perfektion, sondern da sprudelt noch die Imperfektion da. Kocht noch etwas anderes, da ist noch etwas, das atmet, lebendig ist. Also für mich, als ich das Gedicht gelesen habe, ist sofort diese Assoziation gekommen mit diesem späteren Hofmannsthal, der sich da weiterentwickelt, der sich fortentwickelt von dieser Sterilität, von diesen metallischen Versen, die da geschmiedet sind. Und mir ist auch noch etwas anderes eingefallen, das hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis für ganz interessierten Experten unter euch, die sich auch für die Literaturgeschichte vorher interessieren. Das ist ja jetzt Literatur der Moderne, dieses Exotische, dieses Perfekte, dieses Kunstfertige. Aber es gibt eine ganz interessante Parallele zu einem Gedicht aus dem Barock, also aus dem 17. Jahrhundert, und zwar von Christian Wernicke. Der schreibt nämlich ein wundervolles Gedichtlein an die Deutschen, an unsere deutschen Poeten, heißt das Gedicht. Und da mahnt Wernicke, dass die Dichter, die deutschen Dichter, wenn sie über Schönheit schreiben, wenn sie über Liebe schreiben, ihr Deutschen, wenn die Lieb aus eurer Feder quillt, ihr eure Buhlschaft wollt mit eurem Vers bedienen, also wenn ihr eure Geliebte, die Buhlschaft, wenn ihr eure Geliebte wollt mit Versen beschreiben, so kriegt man gleich zu sehen ein marmorweißes Bild. Ihr Auge ist von Achat, die Lippen von Rubinen, die Adern von Türkis, die Brust aus Alabast. Das heißt, wenn ihr die Schönheit beschreibt, dann kommt immer hartes Material heraus. Also schon edle, teure Materialien, Marmor und Rubine, also Edelsteine und Türkise und so. Ja, ihr verwendet schon die schönsten Materialien, die teuersten Materialien, um eure Liebste zu beschreiben. Aber hey, sagt hier Christian Wernicke, was soll das? Ihr macht aus ihr eine Statue, etwas Starres, etwas Lebloses. Niemand sonst macht das. Sucht euch mal dieses Gedicht, das ist ganz wunderbar, an unsere deutschen Poeten. Und eben die deutschen Poeten, die aus ihrer Geliebten ein
Marmorstandbild machen, etwas ganz weit wegstehendes, das nicht atmet, das nicht lächelt, das nicht duftet, das nicht stinkt. Das ist ja auch dabei, wenn es duftet, dann kann es ja auch stinken, das möchte man nicht. Dann lieber, bevor es stinkt, machen wir was Steriles daraus, das gar nicht stinken kann. Und das ist ja auch hier beim Hofmannsthal, diese Löwen, die aus Eisen sind, die stinken natürlich nicht. Reale Löwen, die riechen vielleicht auch mal streng. Das hier nicht. Das ist alles silbern, das ist alles golden, das ist alles aus Diamant. Hart und geruchlos und steril und weit weg. Wie hier Christian Wernicke eigentlich anmahnt. Aber so solltet ihr nicht schreiben, ihr lieben deutschen Dichter. Lasst doch eure Geliebte atmen, lasst sie doch lebendig sein. Macht doch aus ihren Augen und aus ihren Lippen nicht irgendwelche Edelsteine, die sich nicht bewegen und die nicht glänzen, die kein Leben in sich haben. Genau das ist hier das Problem. Mein Garten ist wunderbar, aber er ist leblos. Und ich sehne mich nach dem anderen Garten, wo ich früher war mit diesen Beeren. Das hier ist die Krise, eigentlich die Krise der Moderne bei Hugo von Hofmannsthal in einem Gedicht zusammengefasst. Ja, das ist meine Besprechung von diesem Gedicht Mein Garten von Hugo von Hofmannsthal. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von diesem Gedicht. Falls ihr noch Fragen habt oder falls ihr noch andere Ideen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Video. Why did this happen? Why? Why? Always this train. Always this train coming. I'm not happy. I'm not satisfied. I have to stop it. I have to start over again. All right. I do now.